Alle Spieler auf der Minecraft-Welt sind gefangen auf diesem einen Block. Dieser Block wird uns alle 30 Sekunden ein neues, zufälliges Item droppen. Ziel wird es sein, mit diesen Items die weiteste Distanz innerhalb von 2 Stunden zurückzulegen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass der Randomizer heute auf meiner Seite ist. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und lasst uns endlich mit diesem Randomizer-Wettrennen beginnen. Ich freue mich, dass wir das endlich machen können. Mein großes XXL-Wettrennen-Randomizer-Event mit vielen anderen YouTubern und Streamern startet gleich. Wir werden 2 Stunden lang auf dieser besonderen Welt uns in eine Richtung bauen und es wird nach 2 Stunden die Person gewinnen, die am weitesten kommt. Man bekommt dabei aber nur auf eine bestimmte Art und Weise Ressourcen und zwar alle 30 Sekunden wird ein random Item auf diesen Bedrock-Block gedroppt. Das heißt, man muss ein bisschen Glück haben, aber auch die richtige Idee, damit was anzufangen. Lasst unbedingt einen Like da. Das Ganze hier ist ein unfassbar aufwendiges Video, weil es sind wir sind 16 Leute. Ich freue mich so sehr darüber, dass so viele Leute heute Zeit und am Start sind. Drückt mir die Daumen, dass ich heute Glück habe mit dem Randomizer. Es geht auf in das Battle. Bitte gönn mir ein gutes erstes Item. Bitte, Leute, es ist soweit. Ihr habt wieder unsere klassische Übersicht. Wir haben einmal 18 Teilnehmer, unseren großen Timer, wie viele Blöcke wir schon insgesamt gereist sind. Wir sind aktuell bei 0 Blöcken. Der erste Drop in den nächsten 5 Sekunden werden wir gleich am Start haben. Und wir hoffen auf einen stabilen Block. 1. Und das ist jetzt super interessant. Wir werden jetzt hier nicht alle Spieler gerendert, weil es sind halt, wie gesagt, sehr viele. Aber wir werden halt ein bisschen sehen, was für Sachen kommen. Ja, manche haben vielleicht nicht direkt groß viel Glück. So, Jungs. Oh, das ist über OP, oder? Erstes Item Rithered-Schaufel. Wenn wir Schneemann bekommen, wir zimmern da wirklich so eine Schneepiste. Ich baue hier Österreich im Randomizer. Digga, ich habe den ersten Block in die falsche Richtung gesetzt. Erstes Item. Bambus! Bambus! Nein! Ich kriege Bambus! Warum? Warum Bambus? Nein, nein, nein! Digga. Gomme hat... War Gommes erstes Item Bambus? Und ganz wichtig, man muss natürlich hoffen, dass wir die richtige Technik und vielleicht taktisch vorgehen können, um uns vielleicht Sachen zusammenzufarmen, mit denen wir sehr viele Blöcke bekommen können. Also vielleicht mal mit einem Baum, den wir anpflanzen können. Eventuell mit vielleicht einem Cobblegen. Oder eventuell auch mit dem Schneemann. Ihr habt da vielleicht in unserer ersten Episode schon ein bisschen was gesehen. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir müssen hoffen, dass wir heute Glück haben werden und als erstes vielleicht so ein Cobblegen oder eventuell schaffen wir es ja, einen Schneemann ranzubekommen. Wir haben es beim letzten Mal geschafft. Ich hoffe, dass es heute wieder in so eine Richtung geht. Und ganz, ganz wichtig, es hat hier viel mit RNG zu tun. Ja. Aber lass mich bitte, bitte nicht Letzter heute werden. Ich möchte nicht Letzter werden. Und ich weiß nicht, ob Gomme das vielleicht sogar weiß, aber den Bambus, den Gomme hat, der ist unfassbar gut. Denn Bambus oder generell alles, was du wachsen lassen kannst, ist an sich gut. Weil aus Bambus, der wächst ja sogar sehr schnell, kriegst du sehr viele Blöcke am Ende raus. Deswegen ist Bambus ausnahmsweise vielleicht sogar sehr, sehr gut. Und Riole macht es halt auch schon geschickt. Nun ja. Oh mein Gott! Das ist... das beste Item, was ich bis jetzt bekommen habe. Wenn ihr nicht versteht, weswegen, wird das vielleicht durch das ein oder andere Item noch später im Verlauf heute erklärt. Ich platziere es trotzdem schon mal hier, damit wir hier einfach schon mal weiter noch Strecke machen. Aber ich kann hier drauf halt eben Setzlinge bauen, alles Mögliche damit machen. Deswegen mal gucken. Ich glaube, ich könnte auch rein theoretisch einen Banner und dann... mit einem Teppich mich mal eben auf die 1 katapultieren. Nächstes Item. Ein Kürbis. Wait! Das deutet mir gerade ein bisschen zu sehr auf ein bestimmtes Mob zu. Checkt ihr das? Das deutet gerade auf einen Schneemann. Oh! 100 pro Crafting Table eigentlich. I mean, wir haben Zeit. Wir können es erstmal behalten. Holz ist echt wichtig. Was haben wir? Ravager. Oh, ich habe das Gefühl, ich sollte den behalten, Bro. Ich meine, stell dich vor, zum Beispiel eine Diamond Axt oder so, right? Boah, das ist geil, Digga. Das ist viel ruhiger und, wie sag ich das, so taktischer, als ich dachte. Alter, ich sag euch ehrlich, wenn ich einen Setzling, einen Baum jetzt hier bekommen könnte, bitte, wäre das ein Traum. Also am Anfang geht es ein bisschen schleppend voran, aber je länger der Run läuft, also desto mehr verschiedene Sachen sind eben auch mittlerweile dabei, also sind auch im Umlauf und mit so einem Baum. Wir reden ja nicht nur darüber, dass ich mit diesem Baum halt 4 Loks oder so bekomme, sondern unendliche Ressourcen. Bitte, so eine Fichte und dann kann ich mir so 2x2 Bäume vielleicht irgendwann bauen. Oder eben noch weitere Schalker. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab mittlerweile 3 Schalker. Man merkt so ein bisschen, dass ich den Schalker-Shop in Craftech habe. Oh! Oh! Wassereimer! Gut! Wassereimer, sehr gut! Jetzt nur noch Prätschen auf Lava und eine Pickaxe. Nein! Nein!
Nein, wie scheiße. Also die ersten 10 Blöcke sind schon mal geschafft bei Veni auf jeden Fall. Noch ist alles gut verteilt. Die ersten 10 Minuten sind gleich rum. Ey, ich finde das so cool. Ich finde das so sick. Es macht mir auch immer wieder Spaß, natürlich mit euch als Zuschauer immer wieder zu spielen. Aber es ist für mich so besonders, einfach zwischen, also, dass hier einfach so ein Gomme steht. Das ist einfach Gomme. Weiß ich nicht. Es sind so viele verschiedene Leute, die ich halt eben alle kenne, mit denen wir halt eh den ganzen Tag immer Crafthack spielen. Es ist so unfassbar cool und ich genieße das so sehr. Mit einem Button könnte ich auch arbeiten, wenn ich den jetzt an die Seite place und dann an den Button, dann habe ich sozusagen einen Einersprung, den ich schaffen muss. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Aber an der Slab macht es keinen Sinn. Was machen die anderen so? Das finde ich halt auch sehr interessant. Wir probieren einfach. Ey, ich probiere. Was habe ich zu verlieren? Ob es jetzt wächst oder nicht, werden wir es sehen. Und alles andere, wie gesagt, wir müssen jetzt noch nicht bauen. Wir haben jetzt noch alle Zeit der Welt gerade. Das heißt, wir können gleich dann loslegen. Ich brauche, oh mein Gott, ich hätte echt nicht setzen sollen wegen Schneemann. Digga, das war überdumm. Mit Schere hätte ich Schneemann machen können. Ach du Scheiße. Nein, 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 was jetzt? Du willst mir sagen, Kevin ist an diesem Campfire gestorben? Wie ist das possible? Papa Platte. Ja gut, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wem das Lagerfeuer gehört. Und eine Glitzering Melon. Also gerade die letzten so Sachen, die wir bekommen haben, blockmäßig noch nicht so das absolut Gelbe vom Ei. Oh, ein Frog, ein Froggy. Yo, was geht ab, Kumpel? Ich habe das Gefühl, dass er gleich runterspringen wird. Oh, Crimson Nelium auch gut, wenn wir vielleicht... ja, wir kriegen das schon hin. Wir werden hier auf dieser Wohnung, werden wir schon gut miteinander leben können. Wenn ich mal einen Slime-Spawn-Egg bekomme, da kann halt die halt auch töten und mir Froglights geben. Wäre auch ein weiterer Block. Du hast auf jeden Fall einen Mehrwert. Oh mein Gott! Let's go! Wir haben den halben Kabelgen. Bro, du hast deinen kleinen Kumpel gerufen. Er hat eine kleine Kaulquaffe geholt. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Lava-Eimer. Und dann eine Spitzhacke. Und dann geht hier die Party richtig ab. Oh mein Gott. Wir haben die Hälfte für einen Baum und die Hälfte für einen Kabelgen. Richtig, richtig wichtig. Ich habe mir jetzt eigenes Jump'n'Run gebaut. Ja, GG. Ist das dumm? Wenn ich jetzt hier das Glas place, dann kann ich doch da oben einfach weiterbauen, oder? Check. Oh. Bitte sag mir nicht, dass Revi einen Notenblock bekommen hat. Er ist halt DJ, ne? So, Trick 17. Stabil. Und wir sind wieder auf der 3. Oh mein Gott, was? Monster-Spawner? Alter, das macht nochmal, also das macht so viele neue Möglichkeiten auf. Wenn wir mal einen Eisengolem-Spawn-Egg oder so hätten. Boah, da müssen wir aber aufpassen. Manche Tiere können, also zum Beispiel Schafe oder so für Wolle, würden halt nur auf Gras spawnen. Aber ein Eisengolem oder so wäre unfassbar gut. Wir müssen mal gucken. Also Ocelot, ja, könnten wir auch Strings und dann Wolle machen. Aber auch ein bisschen krampfig. Also, die ersten 15 Minuten gefallen mir sehr gut, denn Monster-Spawner, Wassereimer und eben auch Dirt als Boden ist unfassbar wichtig. Weil Dirt ist schwieriger als ein Setzling für einen Baum. Oh mein Gott, ich habe ganz kurz gedacht, ne? Der nächste Block, sehr, sehr gut, gefällt mir. Heben wir uns aber erstmal im Inventar auf. Ich bleib jetzt erstmal ein bisschen stehen. Was machen die anderen so? Oh mein Gott, ich sehe da hinten einen Setzling angebaut. Oh mein Gott, Mangroven-Setzling. Ist das da hinten Stegi mit der Mangrove? Ja, Stegi ist als letztes gejoint. Warum frage ich? Natürlich ist das Stegi da hinten. Aber da hinten sind schon so viel weiter. Mann, oh, wir haben schlechte Items. Ich spiele eine taktische Glocke. Das ist hier andere Kriegsführung. Mann, der soll man nicht abfangen. Digga, eine Tulpe. Okay. Ich wollte doch nur in den scheiß Hopper gucken, Mann. Was wollen wir mit einem Bucket of Salmon, bitteschön? Wasser. Ah, oh, das ist gut. Oh mein Gott, für den Koppelgenerator. Let's go. Okay, wir machen weiter. Zwei weitere Blöcke. Wir setzen GRG wieder auf die Karte mit Platz Nummer 1. Boah, bitte gib mir jetzt einen Setzling. Ein Baum wäre so gut. Allein für Tools, für generell Blöcke. Ja, wir brauchen auch Holz, damit wir mit dem Monster-Spawner halt irgendwann auch eine coole Konstruktion bauen können. Weil jetzt hier einfach auf dieser Geraden einen Monster-Spawner-Setup zu bauen, ja, das ergibt ja auch nicht so viel Sinn. Okay, ich drehe mich jetzt um und habe ein krasses Item. Oh mein. Oh nein, jetzt haben wir alle drei in Reihe einen Notenblock. Jawohl! Bombus! Man.
das ist... Okay, okay, was machen wir im Mangrove-Log? Wir können halt auf Crafting Table gehen. Ja, müssen wir eigentlich, oder? Oder wir warten. Vielleicht bekommen wir halt auch ein Crafting Table. Ey, ich möchte keine Scherben mehr haben. Bro, du bringst... Also bitte kümmere dich mal ein bisschen um krasse Items. Boah, wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten jetzt entweder diesen einen Block nehmen, um rein theoretisch einen Block weiter voranzukommen. Wenn wir daraus einen Birkensetzling bekommen könnten, ne? Da, also wenn das klappt, das wäre halt so heftig. So, mit dem Bett können wir aber jetzt aber auf jeden Fall das machen. Und zwar zwei Blöcke auf einmal. Okay, ich riskier's. Also ich kann ja nicht abbauen. Oh mein Gott, ich kann ihn ja nicht abbauen. Okay, ja, dann haben wir jetzt halt hier so einen Block. Oh mein, wenn das der Lava-Eimer gewesen wäre. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt einen Cobble-Gen. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt nach 19 Minuten einen Cobble-Gen. Also was wir brauchen werden, ist wahrscheinlich zwei Schneeblöcke. Eine Schere und die Schaufel haben wir schon, dann hätten wir Schneeblöcke auf jeden Fall. Aber ich glaube eh, dass die Baumtaktik heute gewinnen wird, sage ich. Weil wir werden es sein. Okay, ich bin, sage ich euch ehrlich, ich bin zufrieden. Das geht hier alles in eine solide Richtung. Gefällt mir. Aber wir müssen auf lange Strecke denken und ich sehe hier nochmal einen Bambus angepflanzt. Ich sehe Mangrovensetzling angepflanzt und ich sehe hier eine ganz interessante Konstruktion von Merleperle. Nein! Das heißt, ich kann meine Blume auch nicht abbauen! Ich hab alles versaut. Schere für Blätter OP. Ja, true, true. Boah, Schere ist echt für Blätter OP. Nein, nein. Wie unlucky, Digga. Oh, davon braucht man vier. Ja, ja, ja. Wie lange warten wir jetzt? Er ist sogar schon gewachsen. Komm, bitte, Setzling. Ey, bisschen für den Style. Luftig. Da kommt ein bisschen, da kommt auch nicht Luft dran. Ja, also es sieht okay aus, aber auf lange Strecke... Wir müssen halt solche Investments jetzt auch langsam bekommen, damit das hier mal langsam anfängt zu laufen. Iron Golem Spawn Egg. Wir haben den Spawner, Leute. Das ist ja der Punkt. Iron Bars. Iron Bars sind krank, oder? Was will ich mit einem Sniffer? Was soll das? Halbe Zoo hier bei mir. Ey, nee. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, nein. Oh, mein Gott. Von allen Setzlingen, die ich bekommen könnte, bekomme ich den einzigen... der nicht als einzelner Baum wächst, sondern nur im 2x2. Oh mein Gott. Und ja, jetzt nicht den Fehler machen, da was Falsches drauf platzieren, weil man kann es nicht abbauen und dann hätten wir unsere Erde verbraucht. Die Schere ist so dicke oben. Oh Mann, Alter. Sogar eher noch vier Erde. Ja, also ich glaube nicht, dass wir heute einen Dark Oak Baum sehen werden. Aber jetzt kommt der Setzling! Ach, Bro, hilf mir mal. Du musst mir ein bisschen Energie geben. Okay. Ist jetzt mal eine Hake. Ja, wir könnten halt irgendwann Weizen damit anbauen. Bringt jetzt aber aktuell noch nicht so viel. Also wie gesagt, es gibt keine Gravitation. Und wir sind auf der 25. Ja, es ist alles okay. Das sind alles okay Blöcke. Das ist alles vollkommen entspannt. Das ist chillig und so. Aber ich sehe da hinten Monster-Spawner und so. Ich will, dass es hier ordentlich kracht. Ich brauche Items, die scheppern. Oh mein Gott. Das ist krank, actually. Das ist sau gut, oder? Jetzt bitte einmal ein Wasser und dann eine Lava und dann bin ich zufrieden. Okay, 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 okay. Das ist richtig gut. Also, ne, weil wir uns damit jetzt auch ein Crafting Table machen könnten. Wir könnten uns damit jetzt auch langsam unsere ersten Tools machen. Aber ja, selbst, also mir bringt der Crafting Table halt auch leider noch nichts. Ja, Recovery Compass, der würde mir meinen letzten Todespunkt anzeigen, aber den werde ich nicht unbedingt sehen müssen. Ich muss jetzt sparen. Wenn ich jetzt einen Lava-Eimer bekomme, dann ärgere ich mich total, dass ich mir jetzt keine Spitzhacke dann auch direkt machen könnte. Wenn ich jetzt schon direkt verbrauche. Ich glaube, abwarten ist gerade die bessere Idee. Mann, bitte, wir brauchen nur diesen einen Lucky Punch, Digga. Dann sind wir Platz 1. Bitte, Digga, bitte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, das ist big. Wir brauchen nur noch Dirt. Ja! Ja, big! Digga, okay, jetzt ein Erdblock und we got it. Ferngas ist natürlich geil. Ferngas ist sehr gut. Da vorne ist Riole. Wir sehen, was die anderen haben. Da vorne hat jemand einen Spawner einfach. Ich brauche jetzt halt nur noch ein Crafting Table. Ist das richtig, Chat? Hey, ich hätte die nach vorne placen können. Ich hab ein Problem. Merle? Oh nein. Warum hat Merle eine Schalker platziert? Jungs, ich bin tot. Ich muss Water, ich muss Boot MLG machen. Oh nein. Alright, wir platzieren nochmal ein paar Blöcke. Aber ja, wenn Stegi aktuell einen Spawner hat mit Eisengolem und die ersten Spieler jetzt eben auch Bäume haben, ist das unfassbar gut. Weil damit haben sie auf jeden Fall nachhaltig Blöcke, was sie eine Menge bringt. Wir kommen halt auch
semi-gut aktuell voran. Kann man aktuell alles machen. Ey, Merle muss diese Schalker down bekommen. Ey, Mann, vor allem, ich treff die Dinger nicht. Ich treff sie nicht! Ich treff sie nicht! Die erste halbe Stunde ist rum. Die ersten 25% sind damit zu Ende. Wir sammeln hier fleißig unsere Items, aber ja, wie gesagt, wofür behalte ich den Frosch? Warte mal, ihr fragt gerade, warum ich den Frosch behalte? Weil er unser Glücksbringer ist. Okay, wir haben mittlerweile unsere vierte Shard, könnten uns damit einen Pot machen. Mit einem Crafting Table. Aber ich glaube, es ist aktuell noch kein Baum final gewachsen. Ich bin mal gespannt, was mit Stegi noch abgeht. Let's go! Jetzt, oh mein Gott, jetzt Lava und wir haben gewonnen. Ihr merkt so langsam, nach 30 Minuten gibt es halt wie gesagt über 60 Drops jetzt mittlerweile. Und jetzt wird man so langsam eine Tendenz bekommen, wer jetzt am meisten Glück auch hatte. Wer bekommt jetzt die stabilsten Items? Wer hat eventuell als erstes den Cobble Gen? Wer kann sich dann aber auch zum Cobble Gen mit einer guten Spitzhacke direkt schnell viele Sachen holen? Alles jetzt tricky Angelegenheiten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, wir haben einen Snow Golem! Yo, warte mal. Wir brauchen nur noch ein Holz, Chat. Ein Holz oder ein Dirt? Kevin hat einen Snow Golem. Oh mein Gott! Das ist unfassbar krass. Alter, was tue ich hier eigentlich? Wenn Kevin es richtig ausspielt, dann kann er das auf lange Zeit auf jeden Fall holen. Er muss halt jetzt hoffen, eine stabile Schaufel zu bekommen, damit er auch lange damit abbauen kann. Massy Stone können wir auch später mit einem Stone Cutter. Wir brauchen jetzt noch 3 Clean Stone. Ja, wie kriegen wir 3 Clean Stone? Hieraus können wir ein Crafting Table machen. Wenn wir noch eins bekommen, können wir Sticks machen. Dann können wir eine Schaufel machen. Und dann haben wir endlich viel. Oh mein Gott! Ja, Diablock und Holz. Bro. Ja, ja, gönne ich all meinen ganzen Freunden hier, dass sie schon so, also auch coole Sachen so bekommen haben. Wir beide bekommen bestimmt auch gleich einen Snow Golem und einen Cobble Gen und... Ja, das wird alles gleich. Oh, einen Villager. Villager-Spawner. Oder generell einen Villager, wenn ich mal einen Emerald-Block habe. Ja, ich muss halt irgendwie eine Quelle für Emeralds bekommen. Hey, das nächste Rüstungsteil. Und was für eins. Netherite. Und ich spring schon wieder die Lücke. Ich habe mir selber eine Trap gebaut. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und jetzt mache ich das und daraus das. Und dann Slabs checke. Wir brauchen ein Holz-Chat. Ein Holz, Bro. Das ist dann der Game-Changer. Dach wichtig wegen Regen-Damage. Ah, Regen macht Damage bei dem? Okay. Ja, Leute, das auf lange Sicht. Die ganzen Investments. Guckt mal. Kevin macht das schon, glaube ich, sehr clever. Wenn der mit dem Snow Golem, der wird wissen, was er zu tun hat. Wichtiger hat sich halt direkt Slabs auch gemacht. Gomme hier mit seinem Bambus, der kriegt auf lange Sicht, kriegt er halt auch ein paar Blöcke. Aber das dauert natürlich auch eine Weile. Also Bambus nutzen... Oh, warum fällt denn der fast hier runter? 3 Stücke. Bambus nutzen wir wahrscheinlich für Holz und für Sticks, je nachdem. Ein Snowblock und ein Kürbis entfernen uns von einem etwas ganz Großen. Nochmal, jetzt Holz. Holz! Ja! Okay, 2 Planks bräuchten wir noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen eigentlich für Kevin gehen, right? Boah, ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon bauen soll, Bro. Ich weiß auch nicht, wie ich das am effektivsten jetzt baue. Oh mein Gott, ja. Das ist der Plan. Das plus Dach. Bitte verkack dich nicht, bitte verkack dich nicht. Ja. Nein! Oh! Ich dachte, das wäre die Workbench. Alter, Riole. Er lernt ja noch, er lernt noch. Ja, mit einem, also mit Magma Cube Spawnack könnte ich Froglights bekommen. Aber ist jetzt auch nicht die Ultra-Quelle. Und bald ist auch die Halbzeit. Bald ist Halbzeit. Position sieht gut aus. Ja klar, die 2, die schmeckt mir da vorne. Aber ich habe halt leider... Ja, wobei ich darf mich nicht beschweren, Mann. Wir haben halt 2 Eimer. Wir haben einen Spawner, wir haben Dirt. Und wir haben auch einen Setzling. Aber das Momentum, dass ich halt sehr früh die Sachen schon hatte, habe ich ein bisschen verloren. Seitdem ich jetzt meinen Wassereimer bekommen habe und den Dirtblock und so und den Spawner, danach ist irgendwie nicht mehr viel passiert. Okay, pass auf. Der Frosch, du bekommst jetzt deinen Namen. Du hast die ganze Zeit keinen Namen. Und ich schwöre, dass du mir Glück bringen kannst. Du bist getauft auf den Namen Lucky. Lucky Lucklurch. Du bist mein Glücksbringer. Lucky muss bis zum Ende bleiben. So, mit der... Das könnte auch eine Working Station sein für Tools und so, aber da könnten wir immer noch ein Setup dann später starten. Wir machen bald den Fuffi. Ich tue so, als ob ich Jetpack gerettet habe, aber ich brauche halt immer noch einen Cobblestone Generator, bevor mir irgendwas die Spitzhacke bringt, ne? Oh! Das ist insane. Das ist total insane. Aber Cobble Generator kriegen wir nicht. Digga, ich habe wirklich fast full Netherite Tools. Aber das bringt uns halt nichts. Place?
Okay. Ja, wir haben gewonnen. Das ist over. Ich werde jetzt so eine Baumplantage hier aufzimmern. Und noch einen Hopper, dass wir die neuen Saplings aufheben können. Sehr Setzling. Lucky! 50 Blöcke wurden durchbrochen. Logischerweise machst du dir aus Eisenbarren auch keine Eisenblöcke, sondern du machst dir Eisengitter. Und aktueller Stand wird Stegi damit auf jeden Fall mit Abstand auf die 1 ballern, sobald er ein Crafting-Table hat. Deswegen haben wir nicht so viel Zeit, um, mit Lucky mal ein bisschen Stuff ranzuholen. Lucky Bro, Real Talk, wir stinken gerade ein bisschen ab. Wir sind hier auf der 2, aber irgendwie alle anderen bekommen Setzlinge und so. Wir müssen mal was anbauen. Endlich, Digga! Haben wir Erde? Nee, haben wir nicht. Ich kann nicht mehr. Jetzt gibt's zwei Items, auf die ich hoffe. Erde, Lava oder Schnee und Kürbis. Oh mein Gott! Let's go! Feierabend! Das ist das, was ich brauche. Oh mein Gott, ist das gut. Und jetzt habe ich mir das Holz gespart. Und am Ende sagt mir keiner was. Lava und Wassereimer. Oh nein. Nein. Er hat Lava, oh mein Gott. Und Wasser hat er auch. Wir haben ein Rennen. Let's go. Niemals an Lucky gezweifelt. Bro, jetzt eine Netherite-Spitzhacke und ich mache, also Real Talk, ich mache Kilometer. Und wir haben noch über eine Stunde Zeit. Bitte funktionieren. Let's go. Oh mein Gott. Ey, ich baue, glaube ich, erstmal eine so Station drumherum, oder? Dass wir alle Schneebälle bekommen, die ich abbaue. Oh mein Gott. Das ist ein gottverdammter Game-Changer-Chat. Ich glaube, ich baue das hier. Ich baue mir hier eine kleine Base. Ich werde jetzt ein paar Blöcke wasten, um mir hier halt Stuff zu machen. Oh mein Gott. Ja! Wir haben eine Holzspitzhacke, Lucky. Ja, moin. Und ihr seht jetzt auch, wir haben ein gutes Timing damit, dass wir jetzt halt hier stabile Blöcke langsam bekommen. Wir starten jetzt auch mal den ersten Slabs, damit wir uns schon mal ein bisschen oben positionieren. 53. Oh, da kommt jemand langsam auf dem Leaderboard nach oben. Ups. Oh mein Gott. Imagine, ich hätte ihn ausgekrittet. Ey, soll ich trotzdem mal kurz an den Anfang zurückgehen und mal checken, was da abgeht? Juckt, was sollen da sein? Blöcke? Ja, also stimmt schon. Aber halt sowas wie mehr Holz zum Beispiel für eine weitere Schaufel. Bruder! Na, also wirklich, das ist geisteskrank OP. Bambus! Bei uns wächst Bambus. Wir brauchen jetzt nur Erde. Ich sage euch so viel, ein Cobblegen ist besser als ein Setzling, ne? Ein Cobblegen ist besser als ein Setzling, weil ich jederzeit halt eben bauen kann. Und logischerweise verbrauche ich jetzt erstmal meine Spitzhacke. Ja, selbst wenn du mit Schnee und so weiter ballerst, du musst halt auch, also eine Diaschaufel geht auch irgendwann eben kaputt. Ich sage, jetzt kommt der Lava-Eimer. Soll ich es an den Anfang verschieben? Ja, ne? Weil ich dann sehen kann, was Lucky macht. Lucky? Also, wie soll ich sagen? Lucky und so, ne? Aber, hard times. Lucky hat Feierabend gemacht. Ich glaube auch. Ey, ein Hopper wäre so unfassbar gut. Oh, weiterer Dirtblock. Gefällt mir. Falls wir halt nochmal Setzlinge bekommen. Nee, aber ich platziere den jetzt halt ein bisschen weiter weg, dass wir halt... ne, die Bäume voneinander weiter entfernt bauen können. Und hier packen wir jetzt auch erstmal ein bisschen die OP-Sachen rein, damit ihr beruhigt sein könnt. Ich sag euch ehrlich, es könnte, wenn ich mal einen Hopper bekomme, nochmal sehr, sehr, sehr spicy werden. Hopper und eine Netherite-Spitzhacke kann ich hier halt auch durchgängig abbauen. Alter, ich krieg jeden Eimer. Das Ding ist, wenn wir einen Double-Cobble-Gen machen könnten und jetzt vielleicht nochmal einen Lava-Eimer bekommen, das wäre unfassbar. Das aktuelle Problem ist, ich kann jetzt halt so lange abbauen, bis meine Spitzhacke kaputt ist. Aber dann kann ich halt auch erstmal nichts machen. Oh mein Gott, Chat. Ich mache hier Blätter in Chat. Ich weiß, ihr würdet sagen, ist Quatsch, aber das hier ist so unsafe, glaubt mir. Oh, hä? Wie schnell wächst das hier? Wir haben jetzt 4 Bambusquellen, die durchgehend wachsen. Ich mache später wirklich Bambus rein. Okay, wir hoffen jetzt auf Holz einfach. Okay. Chat, wir placen kurz unsere 300 Blöcke. Einfach um mal Dominanz zu zeigen, you know? Einfach um mal zu zeigen, wer hier der Boss ist. Alright, Kevin auf 200 ist krass. Das ist the good old Schneemann. Okay, sehr gut. Wir haben damit, mit diesem Holzblock haben wir weitere 2 Steinspitzhacken. Schon mal safe. Okay, das ist noch schneller.
effizienter. Weil ich will mich aus dem Score, also ich will mich aus der Top 3 jetzt hier nicht verdrängen lassen. Wir platzieren jetzt auch erstmal 200 Blöcke. Oh mein Gott, wir haben eine neue Schaufel. What the f***, ich hab die nicht gesehen. Holy shit. 300 Blöcke. Ich sag euch ehrlich, das wird ein Battle gegen den Schneemann. Aber, Kevin, einfach der Schneemann. Aber wir tryen unser Bestes. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Es ist nicht so verkehrt, dass ich jetzt halt zurücklaufe, weil ich will nicht sterben. Ich habe nämlich nicht unendlich Spitzhacken. Ich habe 2 Steinspitzhacken, die gleich halt kaputt sind. Oder wir haben jetzt gleich Glück und da liegt ein Dia-Block. Und ich kann mir 2 Dia-Spitzhacken machen, weil das würde unfassbar viel bringen. Deswegen möchte ich die Drops jetzt nicht skippen, weil ich brauche noch eine bessere Spitzhacke. Ich brauche bessere Materialien. Ich brauche einen Baum. Das heißt, ich hoffe, dass hier was Ordentliches liegt. Ja, gut, wieder Setzlinge. Das ist eigentlich schon doch ganz stabil. Boah, ja, ihr werdet vielleicht sagen, Waste, aber ich will jetzt nicht da hinten laufen. Ich mache mir jetzt hier ein Crafting Table. Eisenblock! Bro, oh mein Gott, ich habe einen Eisenblock bekommen. Gut, dass ich die Spitzhacke noch nicht gecraftet habe. Seit wann ist der in meinem Inf? Und direkt die Eisenspitzhacke rein. Oh mein Gott, das ist schon ordentlich schnell, oder? Lucky, das ist für dich! Oh mein Gott. Und damit haben wir die nächsten Eisenspitzhacken. Auch nochmal secured. Und wir haben noch 48 Minuten Zeit. Und wir werden damit ordentlich ballern. Ich sag euch ehrlich, wir werden damit ordentlich ballern. Und noch eine Menge Blöcke gut machen. Chat! Oh mein Gott! Bam! 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 Ich habe 2 Dia-Picken, aber keinen Cobblegen. Oh, ich bin so schlecht. Jetzt holt Merle mich schon fast ein. Nee, das kann nicht passieren, Leute. So, nochmal Kräfte bündeln. Wolfi? Ja, du schaffst das schon, Bro. Stegi holt jetzt auf. Ich glaube, Stegi müsste jetzt ein Crafting Table haben. Und wenn Stegi mit seiner Eisenkonstruktion jetzt sich Gitter machen kann, dann kann er auch gut aufholen. Ich glaube, no joke. Stegi farmt schneller Iron Bars als Kevin Dings. Ey, das ist so. Ich finde das ultra interessant, dass wir so 3 verschiedene Taktiken haben: Schneemann, Cobblegen, den Doppelt Cobblegen und noch den Eisenfarmer. Iron Golem Spawner. Wir haben auch einen Eisen Golem Spawner. Let's go! Doppelte Produktivität. Ich übernehme die Taktik von Stegi nochmal zusätzlich. Bro, also jetzt geht's wirklich los. Und ihr seht die Zahl. Es wird gerade so reichen für Powerplatte. Aber der wird gerade sich so viele Blöcke erfarmen. Ciao, Freunde. Ciao. Erster Platz. Ja, Stegi soll Füße stillhalten, Bro. Wir haben 400 Blöcke, um noch weiterzugehen. Er greift nicht an. Okay, wenn das so ist, dann hätte ich mir das auf jeden Fall sparen können. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt nicht so viel verloren. Steiner bauen geht auch viel schneller. Ja, wir machen. Ich will beides parallel machen. Weil wir können Golem und Cobblegen zeitgleich machen, was halt sehr, sehr gut ist. Oh mein Gott, jetzt kracht's. Ja, jetzt kracht's aber. Ja, wir haben uns mal so eine kleine Farm gebaut, Leute. Ich muss weiter Blöcke bauen. Okay, Kevin geht jetzt auch wieder rein. Ich habe jetzt leider ein bisschen... Ich habe das jetzt nicht super clever gemacht, die Konstruktion. Ich wusste nicht, dass die nichts machen werden. Schau dir das an! Unser Nachbar. Doppelten Koppelgenerator und Eisengolems. Ja, ich weiß nicht, ob wir da so krass Eisen rausbekommen. Maybe ein bisschen dummer Time-Waste. Wir haben auf jeden Fall keine Eisenprobleme mehr für Spitzhacken. Boom, boom. 1000, let's go! Oh mein Gott, und jetzt, Bruder, wir rushen durch. Es geht nur noch nach vorne. Item ist... Snow Golem Spawnick! 3, 2, 1. Ja, doch. Oh! Ja! Nee, oh mein Gott, ich hole jetzt auf, ist mir egal. Wo mache ich den Cobblegen hin? So, und jetzt haben wir auch mal eine automatische Eisenproduktion. Was dann doch auch, glaube ich, ganz gut ist. Weil wenn ich jetzt halt jedes Mal immer wieder hin zurückgehe, ist das halt auch chillig, dass hier halt einfach Eisen liegt. Checkt ihr? Sehr gut, nochmal weitere Sticks. Ein Trident, damit können wir reisen. Okay, das ist ehrlich geil. Okay. Wait, what? Ich hab einen Amboss! Oh mein Gott! Seit wann? Der bringt uns nichts, wir haben kein XP! Let's go! Also ich will es jetzt nur mal rein mathematisch oder euch logisch erklären. Es ist schlauer, weniger hin und her zu laufen, auch wenn du viele Blöcke im Inventar hast. Weil es halt Zeit frisst. Diese Zeit, die ich jetzt gerade verschwende, ist Zeit, die ich rein theoretisch Blöcke platzieren könnte. Stegi, so geht das nicht, mein Bester. Auch wenn wir den Schneemann auf der 1 haben, den zweiten hole ich mir. Wir haben Lava! Wir haben Lava! Oh mein Gott, wir haben Lava! Das Problem ist, ich habe nur noch so wenig Zeit. Ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe, die Pickaxe kaputt zu machen.
Lava, Lava, Lava. Oh mein Gott. Lava, 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 blub, 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 blub. Let's go, Leute. Ja, also wir können auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Also wenn ich die noch verbinde, dann kann ich noch irgendwie so einen Stack oder so Schnee machen. Aber Basti will doch nur ein... Oh mein Gott, ich hab einen Dirt! Let's go! Das machen wir und jetzt so und jetzt bumm. Alright, easy. Basti kommt. Oh no, 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 no. Wenn da einmal jetzt ein Baum wächst, Chat, dann ist GG. Real Talk. Mach gleich bitte einen Screenshot bei 787 an alle Zuschauer auf YouTube, die nicht checken, warum 787 eine besondere Zahl ist. Wow. Da war's. 40 Sekunden brauche ich für einen Stack. Pro Stack müssen wir 40 Sekunden abziehen und dann können wir jetzt ausrechnen, wie lange wir noch bauen können. Ich will Retalk gerade nur für den Moment Kevin eigentlich überholen und dann gehe ich zurück. Soll ich echt einfach viermal eine Eins machen? Auch wenn ich noch mehr Blöcke habe? Eigentlich habt ihr recht, ne? Wenn du gewinnen willst, kill dich. Ja, das ist das erste Mal, dass ich bei so einem Battle, glaube ich, sterbe. Aber ich tue es, weil wir die Zeit brauchen, um zurückzulaufen. Also, um schnell wieder hinzukommen. Ich nehme den Kabelgen mit. Wir laufen direkt wieder nach hinten. Wir haben halt noch die 64 Eisendings. Ich verliere ja nichts. Okay, Bruder. Okay, das ist f***ing toxic. Real Talk Basti hat doch mit Absicht auf toxic ein, zwei Blöcke weit mehr gemacht. Bruder, gib mir Holz, bitte! Okay, noch ein bisschen Eisen. Gitter habe ich auch noch. Wir machen uns ein Crafting Table für da hinten. Ich habe dann halt nur noch, ich habe dann halt drei Spitzhacken, aber die muss ich ja auch erstmal kaputt bekommen. Oh, ich habe ja hier noch einen Lock. Oh mein Gott, ja, dann reicht's eh. Okay, dann einmal durchziehen. Leute, it's time. Gomme, drück mir die Daumen. Nee. Glücksbringer. Lucky ist wieder zurück! Das ist mir jetzt scheißegal, Digga. Ja! 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 Oh mein Gott! Ey, ich mach direkt zwei, oder? Oh mein fucking Gott, Game Changer! Kevin hat jetzt wieder Holz. Das heißt, Kevin kann unendlich farmen. Ich bin aber zuerst dort hinten und ich glaube, dass mein Kabelgen, der Double Kabelgen, schneller ist. Plus, ich muss nicht so weit laufen, weil mein Schneemann, wie seiner, steht nicht am Spawn, sondern mein Kabelgen kommt jetzt nach ganz hinten. Ey, Retalk, Retalk, ich baue so lange ab, bis entweder das Inventar voll ist oder die Zeit knapp ist und dann fange ich an, oder? Nein, das können wir nicht platzieren. Doch, können wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Frage, passiert da was? Ah, das hier wird als Schneeblock angesehen. Ich checke. Snow Golem Spawn Egg. Soll ich jetzt vorne einfach nochmal machen? Wir nehmen das mit Snow Golem vor. Wir machen vorne alles Actionmäßige. Es ist wieder Zeit für den Double Kabelgen! Oh mein Gott, Leute. Let's go! Okay, sagt mir mal ganz kurz, wir haben 40 Sekunden pro Stack, der platziert werden muss. Das heißt, wie lange baue ich jetzt ab und wie lange platziere ich dann? Weil, ihr müsst euch ausrechnen, ein Stack Cobblestone sind drei Stacks Blöcke. Und umgerechnet damit 120 Sekunden, 2 Minuten. Das heißt, wenn ich ein Stack habe, ein Stack sind halt 2 Minuten und wir haben nur noch 18 auf der Uhr. Wenn Kevin anfängt zu bauen, kannst du ihn nicht mal einholen. Ich glaube ernsthaft, Leute, ich glaube nicht, dass Kevin schneller ist. Ein Block, den ich hier abbaue, sind zwei Blöcke umgerechnet. Solange Kevin noch da rechts die 40 hat, kann ich machen. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 4, 20, 200, 300. Das sind 3 Minuten, die wir gerade platzieren müssten. Aber wir sollten ein bisschen mehr Puffer lassen. Lass mal sagen, eine Minute. So, wir haben jetzt den vierten Stack gleich. Vierter Stack sind 12 Stacks Slabs. Und die Eisengitter habe ich auch nochmal als Trumpf. 12 Stacks, circa 7 bis 8 Minuten. Stiggy kommt auch, ja. Woher kommt Venitroll auf einmal, hä? Veni, Digga, hä? Stiggy holt uns noch. Aber sonst sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Iron Pickaxe haben wir nochmal bekommen. Aber mehr nicht wirklich, ne? Dann können wir nur noch Cobblegen abbauen. Ja! Oh mein Gott, Feet hat auch! Jetzt Fastbridgen oder so. Jungs, wir haben Lava. Es kann... Ah, noch 12 Minuten, Digga. Die letzten 10 Minuten, ich krieg Lava. Dann jetzt, let's go. Ich renne jetzt, oder? Das ist jetzt ein krasser Gamble, Bro. Warum ist es nochmal so spannend, Junge? Okay, ich zieh durch. Let's go! Jetzt muss ich nur noch gegen die Kälte in meinem Zimmer. Bei mir sind 12 Grad oder so im Zimmer. Geh! Oh mein Gott, das ist da rechts, das Basti. Da ist der Cobblestone Generator. Oh mein Gott, aber es ist echt knapp auch nochmal auf 4 und 5, ne? Die Ratte auf der 4. Guckt euch mal das Bild an. Die Situation ist gekommen. Oh mein Gott. Ich will sterben. Ich baue einfach konsistent weiter und hoffe, dass Basti irgendwie runterfällt. Mann, Bruder, jeder fällt runter, du Basti nicht. Der Double Kabelgen hat er sich durchgesetzt gegen den Schneemann und den Eisenmann. Es ist so cool, dass die Top 3 auch so mehrere verschiedene Taktiken hatten, ne? Oh, shit, Bro. Alle sind so weit weg von mir.
so weit vorne. Nicht mal die Skelette interessieren sich für mich. Was ist das denn hier noch für eine Wendung gerade? So in den letzten 15 Minuten. WTF, was geht hier ab? Wir haben es! Vamonos! Naja, ich meine, wir haben auch bestimmt keine Blöcke mehr, oder? Oh. Und wir fastbridgen, okay? Die Chance, dass ich runterfalle, ist halt giga. Mann, Dicker! Basti, hat jetzt keine Blöcke mehr? Ja, dann hätten wir es noch geschafft, Bro. Aber das, ey, das perfekte Timen. Moin. Man weiß ja nicht, wie lange man nach da hinten braucht und so, you know. Damit habe ich auch keine Blöcke mehr. 2,5 Minuten vor Ende. Wir hätten sogar noch ein bisschen länger abbauen können. 2,5 Minuten hätten wir noch länger abbauen können. Aber ich würde sagen, das Glück war heute auf unserer Seite. Er hat natürlich mit dem Cobblegen, mit dem Double Cobblegen eine Menge Glück. Aber ich möchte nicht verneinen, dass es auch logischerweise dadurch, dass wir Lucky auf unserer Seite hatten, dass wir natürlich dadurch auch ein bisschen Glück hatten. Ja, da ist Kevin. Da wurde noch am Ende der eine Block platziert. Basti macht schon YouTube-Outro. Oh mein Gott. Oh! Mein Haus steht. Wir haben unser Haus noch bekommen. Hättet ihr daran geglaubt, dass wir noch Kevin einholen? Am Anfang haben viele Leute gesagt, hey, nee, das ist vorbei und so. Boah, holt Stegi noch Kevin ein? Nee, schafft er nicht. Schafft er nicht. Leider nicht. Das geht nicht mehr. Alter, gegen Kevin geschlagen geben. Digga, ich bin in der Theorie Main-Minecrafter. Alright, jetzt ist nur noch eine Sache zu tun, Chat. Oh mein Gott, ich dachte, ich hab's. Guck mal da, wer kommt denn da? Zieh, Junge! Die letzten Blöcke nochmal von Stieg. Ich muss sagen, die Eisengitter sind ein bisschen Pain. So ein absolut geiles Event, Leute. Lasst unbedingt ein Like da, abonniert den Kanal, schaut bei allen anderen Leuten vorbei. Jetzt gucken wir uns das Scoreboard an. Und hier seht ihr nochmal die Top 10. Stegi, Kevin, meine Wenigkeit, Feister auf der 4, Veni auf der 5, Gom auf der 6, Revi 7, Noreax auf der 8, Veto auf der 9 und Wichtiger auf der 10. GGs an alle, schaut unbedingt bei allen vorbei. Die Videobeschreibung wird sehr, sehr lang sein. Da werden sehr viele Leute verlinkt sein. Und danke natürlich an euch alle, an die Zuschauer.